Herzlich willkommen zu einer neuen Lektion Java für uns am TG. Ich werde es mal heute als nächste Lektion über Methoden, über Spezialmethoden. Ja, das haben wir schon ziemlich oft annimmt, erwähnt. Wir schauen mal den neuen Kehr. Engerseits sind Getter, also Setters und Konstruktor. Wir machen neuen Kehr, die Sachen am Detail, für das ihr hören könnt. In der Klasse, kleiner Appell, da behalten wir Player. Ja, große P. Große P. Wir sind umgegangen, Klasse zu definieren, für ein Objekt zu machen. Java Doku und Public, voilà. Recht machen. Also Kommentar machen wir rum. Da sind wir ein bisschen mehr. Lazy. Ja. Command Copy. Ich hoffe, dass es gegangen ist. Und dann hier einfach rüber kopiert. Muss ich noch passen mit dem Copy-Paste. Voilà. Das da stimmt wohl. Nee, das ist kein Ball. Nee, das ist ein Spieler, der den Ball spielt. Voilà, ja. Ein Player. Dann da, du musst dich vergessen, mit dem Spiel gehen. Voilà. Ich sage direkt speichern. Und dann kann kompilieren. Er kompiliert die zwei Klassen gleichzeitig. Voilà. Okay, fängt mal an. Der Player hat ein Attribut. Was eine Information ist wichtig für den Spieler. Sein Nummer, sein Fehlnum. Sein Nummer. Ja. Voilà, Nummer geht durch. Name, was für Nummer soll den Attribut tun? Name. Name of Player als nicht neidisch. Mhm. Weil da, wir sind an der Klasse Player. Ja. Okay. Ich will den Text, seine Nummer ist ein Text. Da gehen wir nicht drin. Voilà, und dann kommen wir hier. Da steht schon dabei geschrieben Setter und Getter. Mhm. Das ist eine Spezialmethode, wir können den Attribut, den hast du geschützt, das darf keinen lesen oder schreiben. Private geschützt, ja. Den hast du geschützt am Anfang, das ist was private heißt. Ich muss über den Setter und den Getter gehen. Ich schaue nach, ein Setter ist immer mit einem P gemacht, das ist eine Konvention, die wir in der Schule angefordert haben, für das es mir einfach zu gebrauchen ist. Das ist Login, die heute automatisch gemacht. Ich brauche sie nicht selber zu schreiben. Das ist auch der Rot, den Kasson aus. Gebraucht das tun, da meine ich keinen Fehler. Ja. Wenn ich OK klicke, da habe ich dann Attribut, der Getter, Get den Namen vom Attribut und dann den richtigen Typ. Das ist dummer, dann lese ich diesen Attribut automatisch. Ja. Der Setter, den Namen seht ihr, to set, das ist da ändere ich den Attribut mit einem Wert, den ich als Parameter übergebe. Das sind die Basismethoden. Das ist normalerweise guckt den an der Angabe am UML, als ein Getter und ein Setter gefroht, dann meine ich die vielen Attribute. Die Regel ist, nicht alle Attribute wie der Getter oder Setter. Ja. Das ist angabespezifisch. Wir, das sind aber wichtig, glaube ich, Französisch. Ja, wir nennen es Wert. Wir nennen es Wert. Das ist der Setter und der Getter. Fangen wir mit dem Getter an. Auf Englisch ist es Getter, weil ich holen etwas. Ich gehe etwas sichern. Auf Französisch ist es accéder oder assesseur. Das ist von der Mäßig. Ich accédiere an den Wert. Das hat mit Setters. Ich ändere den Attributwert. Auf Französisch durch ein anderes Wort manipulateur. Was die Englisch fühle, ziemlich explizit. Das tun uns Musik kennen. Ja. No, steht auch dran am Wort. Voilà, kann nicht viel falsch machen. Soll automatisch geschehen. Von sich wird die Musik kennen, wenn Heinz oder Kredin hat so gesagt. Mit Musik aber kennen. Muss kennen. D'accord? Das ist im Prinzip nichts Schweres. Für wenige brauchen ich die. Ich kann die in meiner Klasse gebrauchen. Hannover mit mehr Klasse schaffen am Schluss. Da brauchen wir die immer. Dringend notwendig, ja. Dringend notwendig. Voilà. Okay, da können wir noch etwas dabei. Das sind sogenannte Konstrukte. Die Philosophie vom Konstrukt ist, wir machen Objekte. Von einer Klasse, wir machen eine Instanz, wir machen Objekte. Wenn ein Objekt machen, das geschieht nicht so allein. Der Computer, das Java-System, gebraucht ein Konstruktor für das zu machen. Wenn ich hier gucke, steht da New Player. New ist für so ein spannender neuer Objekt, eine neue Instanz. Player, Klammer ab, Klammer zu. Das ist ein Konstruktor. Das ist eine Spezialmethode, die den Namen von der Klasse wird. Aber in diesem Fall ohne Parameter. Ja. Das ist ein sogenannter Default-Konstruktor. All Objekte haben prinzipiell schon so ein. In dem Fall möchte ich nicht. Möchtest du ein neues Objekt? D'accord? Das System möchte das für uns verstopft. Wir haben es hier aber als eigenen Objekt zu machen.
Ja. Ich will sagen, was geschieht. Ich habe einen Player. Ja. Wenn ich nur einen neuen Player mache, ja, das ist der Name vom Objekt, nicht der Name vom Player. Wenn dran da steht, dann ist es ganz Spezielles. Null. Das ist immer viel mehr spät, weil das ist aber nicht sein Name. Nee. Ich muss nur schicken und dann das Set abrufen. Ja, das ist aber nicht ganz verkehrt. Okay. Wenn ich einen Player mache, einen Spieler, den hat schon den Name, ihr du fängt. Ja. D'accord? Das ist dann bei mir los, als eigenen Konstruktor. Fangen wir mal den ersten Fall an. Ich will ihm keine Parameter geben. Das ist, wenn ich ein neuer Spieler will, da soll noch schon automatisch einen Namen kreieren. Zum Beispiel Anonymous. Mhm. D'accord? Dann mache ich eben einen Public, einen Word key Return Type. D'accord? Und in diesem Fall auch keine Parameter. Public, kein Return Type. Nee. Und der Name von der Klasse, das heißt Konstruktor. Ich will ihm ein Valeur par Default geben, nennen wir das. Mhm. Zum Beispiel Anonymous. Ja. Strichpunkt. Ich setze ein Attribut Name, diesen Wert dran. Okay, lass die kompilieren. So, Slow Briefs, das ist da bis dahin. Da steht dann New Player, das haben wir tatsächlich hier drin. Mhm. Wir haben Eisen, den abgerufen wird. Den Namen vom Objekt. Und was für Nummer da ist, Spieler, Anonymous. Mhm. D'accord? Das ist nur das Datum dann ausgeführt. Wenn ich schon einen zweiten Konstruktor will, ich darf das. Das geben wir aber einen Parameter. Ich darf nicht immer denselben Konstruktor haben, wenn Parameter nicht identisch sind. Wenn sie identisch sind, ist das verboten. Genau. In diesem Fall meine ich dann pname. Das ist ein normaler Parameter. Typ. Was sind? Nicht Boolean, mehr. String. String. Ich kann das vergessen. Nicht vergessen. Und dann okay. Ja. Da haben wir heute dann das tun. Wo, ich muss das per Hand machen. Entweder schreiben wir das tun. Name. Das erlaubt. Der Parameterwert fließt an den Attributwert. Vergiss nicht, dass der Pfeil von links noch jetzt. Mhm. D'accord? Nicht umdrehen, das ist verboten. Ja. Das, die Fehler will man nämlich gesehen. Ja. Ja. Leider oft. Oder ich kann auf das durchschreiben. Meinst du, als das Atom hier elegant? Ich rufe das Set auf. Mhm. Mit dem Parameter. Das Atom ist nur ein Schleifer, aber den anderen soll rufen. Hey, auch, kann ich auch so eine Sache schreiben. Set, Name, Klammer ab, und dann der Parameter, den ich schreibe. Das war eine gute Wiederholung, wie eine abhalte Methode möchte. Ich rufe die Methode Set, Name ab, mit diesem Wert, den steht heute, dann geht dann der Mat überdrehen. Ja. Abgepasst, dass nicht, wenn er heute dieselbe Nummer hat, ja, die und nächste Mal dazu dienen. Das sind wir in der nächsten Lektion. Komplett separat. Separat. Kompilieren wir. Dann gucken wir, was geschieht. Tun ich noch einmal. Ah, zwei Konstruktor. Zwei Konstruktor. Ja. D'accord? Den only Parameter, die ist dann halt in den Valeur par Default. Probieren wir mal. Player 0. Anonymous. Wir haben einen zweiten Objekt. Aber das gehen wir am zweiten Konstruktor. Ich nenne den Objekt Player 1. Und dann gehen wir da dann den Ulysses zum Beispiel. Das ist ein zweiter Player. Okay, zwei Objekte. Zwei Objekte. Anders der Stalt, weil zwei Konstrukte. Voilà. Ich kann noch immer das Setter abrufen, der Getter, das geht immer. Ganz schnell, noch für zu wiederholen, was Methoden du belangt. Konstrukte sind keine Methoden, tell. Mit das gesehen noch ziemlich ähnlich aus, auch mit Parametern. Sie gehen an der selben Sektion vom Diagramm abgerufen. Das ist, es fehlt der Return Type. Nicht vergessen, ich gebrauche auch die Knöpfe für die zu machen, nicht dass ein Problem ist. Ich kann viele Konstrukte haben, ich kann auch Methoden haben, um selber zu nehmen, wenn Parameter verschieden sind. Da tun wir dann nicht mehr, nicht ganz erwähnen. Man kann da nicht oft hier am Kurve da sein. Nein. Du sie am 13. Jahr, ein Mann. Mit das geht und mir den Herbst schreiben den Konstrukt. Okay. Ich meine, das ist im Prinzip alles. Ja. Just ein kleiner Appell, der Ball, das hat man schon, das wird just da noch rein. Den noch fertig zu machen. Ja, stimmt, ja, wir hatten immer den Ball, war mal 0. Voilà, da kann man los. Das hat Radius, Mom, B, Radius. Voilà, dann ist also ein Beispiel auch komplett. Mhm. Getter, Setter, an der Konstruktor. Das scheint, wenn ich da noch kompilieren, und ich nehme einen ähnlichen Konstruktor und da muss ich den Radius angeben. Ich nehme den eidlen Konstruktor, aus nicht mehr da. Den darf ich auch nicht gebrauchen. Nein. Voilà. Okay, ich gebe so das klaturiert dann als Lektion über Getters, Setters und Constructors.
Spezialmethoden. Merci für den Olaus dran, bis nächstes Jahr.